Did Jet just die? You know, it was really unclear. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der überraschenden Fakten über Avatar, der Herr der Elemente. Where is my mother? In dieser Liste sehen wir uns interessante Fakten über die Produktion und die Wirkung dieser Zeichentrickserie an. Falls du Avatar noch nicht gesehen hast, ist ein Spoiler-Alarm angebracht. Haben wir interessante Fakten ausgelassen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Platz 10. Azulas gescheiterte arrangierte Ehe. Die unschätzbare Grey Delisle Griffin bekam die Rolle der Azula unter anderem deshalb, weil sie die einzige Schauspielerin war, die ihren Text beim Vorsprechen nicht schrie. My own mother thought I was a monster. She was right, of course, but it still hurt. Azula brauchte ihre Stimme nicht zu erheben, um einschüchternd zu wirken. Delisle Griffin verlieh der Figur eine natürlich bedrohliche Präsenz, ob sie nur eine Armee befehligte oder mit einem unglücklichen Jungen der Feuernation flirtete. You're pretty. Together, you and I will be the strongest couple in the entire world. We will dominate the earth! Apropos, Azula sollte in Staffel 3 eigentlich eine arrangierte Ehe eingehen. Die Macher haben diese Idee jedoch nicht weiter verfolgt. Obwohl es eine interessante Dynamik hätte bieten können, wird Azula in jeder Beziehung immer das Alpha-Tier sein. Wir sind uns also nicht sicher, was ein Verlobter hätte bewirken können. Azula ist als Single wahrscheinlich besser dran. All right, Hair. It's time to face your doom. Platz 9. Es hat einen Netflix-Rekord aufgestellt. Will you go penguin-sledding with me? Auch 15 Jahre nach der Erstausstrahlung von Avatar gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Serie in Vergessenheit gerät. Im Gegenteil, die Fangemeinde wird immer größer und die Präsenz der Serie auf Netflix ist der Beweis dafür. Im Mai 2020 kehrte die Serie in den Vereinigten Staaten auf den Streaming-Dienst zurück. Aang, how long were you in that iceberg? I don't know, a few days maybe? I think it was more like 100 years. Obwohl sie nicht auf der Hauptseite gezeigt wurde, wurde Avatar innerhalb einer Woche zur beliebtesten Serie von Netflix in den USA und übertraf sogar neuere Serien wie Dead to Me und Outer Banks. Im Juli 2020 stellte Avatar einen Rekord für den Dienst auf. Die Serie hielt sich am längsten ununterbrochen in den täglichen Top 10 Charts von Netflix. Der Film stand 60 Tage lang auf der Liste, während der zweitplatzierte Film Ozark 57 Tage lang drauf war. Egal, ob die Zuschauer die Serie neu entdeckten oder zum ersten Mal sehen. Avatar ist wirklich zeitlos. But I believe Aang can save the world. Platz 8. Inspiration für den Laogai-See. The Earth King has invited you to Lake Laogai. I am honored to accept his invitation. Der Animator Sung-Jin Kim erhielt einen Primetime-Emmy für seine Arbeit an der Episode Der Laogai-See. Der titelgebende See scheint an der Oberfläche ruhig zu sein, aber darunter befindet sich ein Gefängnis, in dem Menschen einer Gehirnwäsche unterzogen werden. Wenn man bedenkt, dass Avatar sich nicht scheut, reale Themen wie Krieg und Völkermord anzusprechen, sollte es nicht überraschen, dass der Laogai-See von einem tatsächlichen chinesischen Arbeitslagersystem inspiriert wurde. Laogai ist die Kurzform von Lao Dong Gai Zao, was Reform durch Arbeit bedeutet. The Laogai system parallels the Nazi forced labor system in that above all the concentration camps in Nazi Germany was the sign work makes free. In den 50er und 60er Jahren waren Laogai-Lager in der Volksrepublik China üblich. Neben der Zwangsarbeit war die Gehirnwäsche eine der vielen Formen der Folter, denen die Gefangenen ausgesetzt werden konnten. There is no war within the walls. Here we are safe. Here we are free. Was bereits eine unglaublich düstere Episode war, erhält plötzlich eine weitere Ebene des realen Horrors. Jet, the Earth King has invited you to Lake Laogai. I am honored to accept his invitation. Platz 7, das Ende von Jet. Don't worry, Katara. I'll be fine. He's lying. Als ob der Laogai-See nicht schon düster genug wäre, war dies auch die Folge, in der Jet durch die Hand von Long Feng stirbt. Natürlich wird Jets Ableben dem Zuschauer nicht sofort klar gemacht. Als wir Jet zum letzten Mal lebend sehen, befindet er sich in einem kritischen Zustand und es wird stark angedeutet, dass dies sein Ende ist. Jet wird erst in einer der letzten Episoden wieder erwähnt, als Sokka darauf hinweist, dass sein Schicksal unaufgeklärt blieb. Did Jet just die? You know, it was really unclear.
Laut den Machern war Nickelodeon dagegen, ein Kind auf dem Bildschirm sterben zu lassen. Es war ihnen nicht einmal erlaubt, Chets Tod später in der Serie zu bestätigen. Als schließlich die dritte Staffel auf DVD veröffentlicht wurde, klärte eine Kommentarblase auf. Zitat fürs Protokoll: Chet ist tot. Toph hatte recht, er hatte gelogen. Platz 6. Prinz Zuko sollte keine Hauptfigur sein. Zuko would have to do his own father. Prinz Zuko ist praktisch ein Shakespeare'scher Bösewicht, wenn wir ihn zum ersten Mal treffen. Er will seine Ehre wiederherstellen, indem er den Avatar gefangen nimmt. Why don't you enjoy a cup of calming jasmine tea? I don't need any calming tea! I need to capture the Avatar! Im Laufe der drei Staffeln durchläuft Zuko eine der faszinierendsten Redemption-Arcs in allen Medien. Zukos Reise ist so ausgearbeitet, dass es schwer zu glauben ist, dass im Grunde eine Ergänzung in letzter Minute war. Who are you? My name is Zuko, son of Ursa and Fire Lord Ozai, Prince of the Fire Nation and heir to the throne. Für den größten Teil der Serie ist Feuerlord Ozai eine schattenhafte Figur, die aus der Ferne agiert. Das sorgt zwar für große Spannung im Hinblick auf den finalen Kampf zwischen ihm und Aang, begrenzt aber auch die Spielzeit des großen Bösen. Daher beschlossen die Autoren, eine andere Figur ins Spiel zu bringen, die den Avatar verfolgen sollte. Das war Zuko, der sich schnell von einer Nebenrolle zu einer wichtigen Figur entwickelte. I'm going to join the Avatar, and I'm going to help him defeat you. Platz 5. Gangster Sokka. Yeah! Manchmal kann ein Darsteller die Identität einer Figur umgestalten. Sokka sorgte für einen Großteil der komödiantischen Abwechslung in der Serie, aber er war als weitaus ernstere Figur konzipiert. Das alles änderte sich, als Jack DeSena die Rolle bekam. DeSena, der als Stammgast bei All That anfing, verlieh der Figur seine typische alberne Note. Why is it that every time you play with magic water, I get soaked? Das inspirierte die Macher nicht nur dazu, ihn zum Spaßvogel von Team Avatar zu machen, sondern auch dazu, seine Rolle zu erweitern. Das war eine gute Entscheidung. Könnt ihr euch vorstellen, dass Sokka ein düsterer Spaßverderber gewesen wäre? Stop doing that stuff around me. I always get wet. Ach ja, richtig. DeSena hat das gleiche komödiantische Timing und unerwartete Tiefe in seine ebenso geliebte Rolle in The Dragon Prince eingebracht. Something so strangely familiar. Boomerang? Platz 4. Sutara wäre fast Kanon gewesen. The Fire Nation took my mother away from me. I'm sorry. That's something we have in common. Seid ihr Team Sutara oder Team Katang? It's crazy how devoted people are to like Aang's gonna hook up with Katara and no Katara's gonna hook up with Zuko. Diese beiden Romanzen haben viele Debatten unter Avatar-Fans ausgelöst, aber die Serie endet schließlich mit einem Kuss zwischen Aang und Katara. Die Fans von Sukara hätten jedoch fast ihren Willen bekommen. Die Idee, Zuko und Katara zusammenzubringen, wurde von den Autoren der Serie offenbar ernsthaft in Betracht gezogen. Eine Anziehung schien in Staffel 2 angedeutet zu werden, als Katara anbot, Zukos Narbe in den Kristallkatar Kumpen zu heilen. I don't know if it would work, but sie entwickelten in Staffel 3 eine stärkere Bindung, als Zuko Katara half, den Mörder ihrer Mutter zu finden. Die angebliche Dreiecksbeziehung zwischen Zuko, Katara und Aang wurde sogar in Auf die Bühne fertig los angedeutet. I've had eyes for you since the day you first captured me. Am Ende drücken Aang und Katara jedoch ihre Liebe aus, während Zuko bei Mei landet. Platz 3. Toph wäre beinahe männlich gewesen. Now, the moment you've all been waiting for. The Boulder versus your champion, the Blind Bandit! Ein weiteres Highlight aus Auf die Bühne fertig los. Toph wird von einem riesigen Mann dargestellt. My name's Toph, because it sounds like tough. And that's just what I am. Wait a minute. I sound like a guy. Im Kontext der Serie verweist dies auf Toffs souveränes Auftreten und ihre knallharte Art. Wenn du ein wenig recherchierst, wirst du jedoch feststellen, dass diese Besetzung auch ein cleverer Scherz ist. Schon früh in der Entwicklung sollte Toff ein muskulöser männlicher Erdbändiger sein. Anstatt 12 Jahre alt zu sein, war die Figur als 16-Jähriger vorgesehen. Obendrein sollte die Figur nicht einmal blind sein. She can't really be blind. It's just part of her character, right? I think she is. I think she is going down! Es war die Idee von Chefautor Aaron Ehas, aus Aangs neuer Erdbändiger-Lehrerin ein kleines Mädchen zu machen, das sich in einem Kampf mehr als behaupten kann. I am the greatest Earthbender in the world! Don't
Obwohl Mitschöpfer Brian Konietzko zunächst dagegen war, entwickelte sich Toph zu einer seiner Lieblingsfiguren. I wouldn't have cast it any other way. Platz 2. Onkel Iroh hätte Zuko verraten sollen. Brave soldier boy comes marching home. Nach dem Tod des Schauspielers Marco übernahm Greg Baldwin die Rolle des Onkel Iroh in Staffel 3. Als Samurai Jack für die letzte Staffel zurückkehrte, übernahm Baldwin auch die Stimme von Aku, einer weiteren Rolle, die von Marco gespielt wurde. Oh, that was the old Aku. This is the new Aku. Iroh und Aku sind sehr unterschiedliche Charaktere. Der eine ist eine Quelle der Weisheit, der andere das personifizierte Böse. Doch die beiden haben mehr gemeinsam, als man denken könnte. Im Serienfinale sollte Iroh ursprünglich Zuko hintergehen und sich als Doppelagent entpuppen. Iroh und sein Neffe teilten eine der herzlichsten Dynamiken der Serie. You are not the man you used to be, Zuko. You are stronger and wiser and freer than you have ever been. And now you have come to the crossroads of your destiny. Hätten die Macher diese Wendung durchgezogen, hätte das nicht nur ihre Beziehung zerstört, sondern auch Iros gesamten Charakter. Glücklicherweise wurde diese Idee nicht umgesetzt. How can you forgive me so easily? I thought you would be furious with me. I was never angry with you. I was sad because I was afraid you lost your way. Vor unserem Platz 1 kommen hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. Der Kohlhändler sollte ein einmaliger Charakter sein. Sein Missgeschick wurde zum wohl besten Running Gag der Serie. Security! Co-Schöpfer Michael Dante DiMartino ist ein Family Guy-Veteran. Er verließ die Serie, um sich Avatar zu widmen. Wow, Lois, you haven't aged a bit. Oh, thank you. This 12-pack of fungicide is for my daughter, Meg. Commander Zhao basiert auf einem Synchronsprecher, Jason Isaacs. Seine Rolle in der Patriot war die Inspiration für den Charakter. You know, it's an ugly business doing one's duty. But just occasionally. It's a real pleasure. Ein Dokumentarfilm inspirierte die Serie. Danke, Ernest Shackleton. I've been watching documentaries about Shackleton's crazy Antarctic expedition and ship getting caught in the ice and all these guys surviving against all odds. Es gab eine nicht ausgestrahlte Pilotfolge. Sie wurde auf DVD veröffentlicht. Kai, we don't have time for this. Keep it up. Hey, quit playing around. I said keep it up. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1. Warum wir keine vierte Staffel bekamen. Why are you really here? Because you're gonna tell me something. Where is my mother? DiMartino und Konietzko beschlossen schon früh, die Serie auf 3 Staffeln zu begrenzen. Während Konietzko behauptet, dass dies immer der Plan war, erzählt Ihas eine andere Geschichte. Laut Ihas zogen die Autoren kurzzeitig eine vierte Staffel von Avatar in Erwägung, die eine Erlösungsgeschichte für Azula enthalten hätte. Ihas behauptet, dass die Idee verworfen wurde, als der Film von M. Night Shyamalan voranschritt. Ironischerweise war Shyamalan anscheinend für eine vierte Staffel, während die Macher darauf drängten, den Realfilm zu drehen. I don't think that's a good idea. Obwohl es nie eine vierte Staffel gab, wurde Aangs Geschichte in den Comics fortgesetzt, während das Avatar-Erbe in der Legend of Korra weiterlebte. I'm the Avatar. You gotta deal with it. Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.